Und zwar stellen einige noch diese Frage. Matt, bist du noch mit Jasmin zusammen? Lass mich in Ruhe, das ist mein Handy, Mann. Leute, ich habe für euch noch die Handys gesichert. Die Gewinner stehen fest und wurden benachrichtigt. Leute, checkt auf jeden Fall eure Postfächer. Wenn ihr nicht antwortet, muss ich einen nächsten nehmen. So viel dazu zu den BlackBerry-Handys. Die werden auf jeden Fall verschickt, wenn ihr natürlich antwortet. Wenn nicht, dann... Moment mal, was war das überhaupt für eine Aktion denn gerade hier mit... mein Handy. Mein Handy, Mann! Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Matt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ganz neue Neuigkeiten. Ganz neue Neuigkeiten. Matt Martin 2019. Spaß beiseite. Das Wetter heute ist echt schön. Die Sonne scheint. Ich habe eine super Laune. Oh mein Gott, Kingdom Hearts kommt nächste Woche raus. Leute, ich kann nicht mehr. Bevor ich jetzt irgendwas erzähle, Leute, ich muss schnell zum Training. Oh, ich bin wieder zurück und ja, das waren alte Aufnahmen. War ich verarscht. Ich habe vergessen, wie immer meine Trainingsaufnahmen zu filmen, aber zum Glück habe ich genug Aufnahmen gehabt. So Leute, und zwar heute, ich habe gleich einen Termin bei Mercedes und wie ihr wisst, ist mein Auto Ende Februar ungefähr, keine Ahnung, muss man gleich nachfragen, ist mein Auto weg. Die Belichtung hier, fuck mich so. Okay, hier ist gut, hier bleiben wir erstmal. Und zwar Leute, ist mein Auto nächsten Monat irgendwann weg. Mein 3-Jahres-Vertrag für ein Leasingfahrzeug ist zu Ende. Jetzt kommt die Frage, Mert, welches Auto kommt als nächstes? Ja, gute Frage. Ich war die ganze Zeit immer überlegen, ob ich mir ein GTS hole. Dann habe ich mir gedacht, holst du dir lieber C63? Und dann hatte ich meinen Leihwagen E-Coupé. Oh, ganz, ganz, ganz kritisch. Leute, momentan ist in Hamburg so ein komplett bescheuertes Thema, dass man AMG-Klappenauspuff oder Abgasanlagen und was weiß ich was ausschalten muss in der Innenstadt, weil das einfach viel zu laut ist. Und dann denke ich mir, wozu zum Teufel kaufe ich mir einen AMG? Ich weiß, das fragst du dich gerade auch. Deshalb habe ich mir überlegt, ey, warum nicht einfach so auf Komfort gehen und dir ein E-Coupé, keine Ahnung, 200, 300, 350, irgendwas Entspanntes einfach. So, weil diese AMG-Geschichten und so, da kriege ich Kopfschmerzen, man. Du wirst angehalten, du gibst Gas, die machen ein Foto von dir und dann kriegst du eine Anzeige, Lärmbelästigung. Wisst ihr, was ich meine? Und irgendwo ist das auch unnötig viel Geld, was rausgeschmissen wird. Geld ist bei mir gar nicht das Thema, aber wenn man mal einige Ecken sparen kann, ist das, glaube ich, auch gut. Widerspruch! Halt die Fresse. Naja, auf jeden Fall habe ich gleich einen Termin und da werde ich mir mal ein paar Autos anschauen und ein paar Angebote holen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Vielleicht wird es doch ein C63. Vielleicht wird es irgendwie doch eine E-Klasse. Vielleicht wird das eine G. Obwohl, eine G-Klasse nicht. Entschuldigung. Ich werde auf jeden Fall schauen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Weg. Viel Spaß mit der Montage. Okay, Leute. Ich bin 2 Minuten zu spät. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Deswegen sehen wir uns gleich. 2000 Jahre später, oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt endlich raus. Es ist schon voll dunkel geworden. Ich habe mir hier einige Angebote geholt, irgendwie 5 Autos oder keine Ahnung. Meine Schleife ist aufgegangen. Schleife wieder zu. Ich muss mir das alles nochmal gut überlegen, weil das alles ist irgendwie ein bisschen teurer als gedacht. Und daher ich ja ein bisschen erwachsener geworden, will ich nicht mehr so krass mit meinem Geld so scheiße umgehen, sage ich mal, weil ich mal ein bisschen an die Zukunft denken will. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall gleich zu Hause einige Autos aufzählen, die ich mir so als Angebot geholt habe. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was sich da am besten lohnt und wieso fokussiert der im Hintergrund mal eine scheiß Kamera. Tschüss, Mercedes. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns vielleicht in ein paar Wochen wieder. Tschüss, Mercedes. Hey, Leute. Mert hat einen Zwischenstopp bei Subway gemacht. Juhu. Okay, jetzt geht's nach Hause. 8:01 Abend. Nein, ich bin nicht nackt gewesen. Oh mein Gott, Subway war lecker, Leute. Ich habe mich jetzt mal hier auf meinen Schreibtisch hingesetzt und spiele gleich eine Runde. Aber es gibt ein Thema, was mich so ein kleines bisschen nervt. Und zwar stellen einige noch diese Frage. Matt, bist du noch mit Jasmin zusammen? Nein, bin ich nicht. Warum bist du nicht mit Jasmin zusammen? Weil es nicht geklappt hat. Irgendwann haben wir halt gemerkt, so, okay, es geht einfach nicht. Es klappt nicht, es funktioniert nicht, bla bla bla. Liegst du gerade, bist du ihr fremdgegangen oder ist sie dir fremdgegangen? Nein, wir sind vom Ding her ganz neutral auseinandergegangen. Also keiner hat irgendeinen Mist gebaut oder keine Ahnung, der hat dies gemacht, der hat das gemacht. Also wir beide haben uns einfach so quasi nicht mehr verstanden, auseinandergelebt, dies und das. Ich möchte auch nicht zu krass darüber reden, weil das, obwohl das ist im Titel...
Hast du super gemacht, Mert. Entschuldigung. Akzeptiert es einfach, wie es ist. Also wir sind auf keinen Fall mehr ein Paar. Es ist vorbei, es ist schon seit mehreren Monaten vorbei. Nimmt es einfach so, wie es ist. Hört bitte auf, unter meinen Videos oder hier und da zu kommentieren. Bist du noch mit Jasmin zusammen? Seit einem halben Jahr oder so seht ihr einfach nichts von uns quasi. Ich wünsche ihr natürlich alles Gute und soll sie erfolgreich sein und was weiß ich was. Also ich hasse sie auch nicht, aber auch nichts gegen sie. Soll sie einfach machen, was sie will. Ich mache das, was ich will. Und ja, so viel zum Thema. Ja, Leute, das war das Thema, was im Titel stand. Und ja, wie gesagt, bitte akzeptiert es, wie es ist. Mein Leben geht weiter. War eine Erfahrung wert. Mehr sage ich nicht dazu. Kommt damit klar. Dankeschön. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich bei Mercedes war und alles schön und gut. Ich habe mir ein paar Angebote geholt. Und zwar einmal für die E-Klasse. E200 Coupé. Dann habe ich für ein SLC bekommen, was ich eigentlich gar nicht will. Dann habe ich für die neue A-Klasse ein Angebot bekommen, A250. Weil, wie gesagt, ich war ja so der Typ, der gesagt hat, wozu ein AMG kaufen, Mann? Du kannst doch eh nichts damit anfangen. Kein Gas geben, kein nicht. Naja, das nervt irgendwie, dass ich das mache, oder? Na gut, ich auch. Ein alter Mann sagt, du hast fast leer, deswegen übernehme ich. Also, der... Okay, ich muss mich wirklich beeilen, mein Akku ist fast leer. Also, ich habe insgesamt 4 Angebote bekommen von 4 verschiedenen Autos. E, A, SLC, keine Ahnung warum. Und C63. Ich erkläre... Fokus hier! Also, ich nenne euch ganz kurz mal die monatlichen Raten. Alles in Netto übrigens. Nicht vergessen, da kommen noch Steuern dazu. Für C63 bezahle ich mit Versicherung, Service, alles drum und dran, ungefähr so 900 bis 1000 Euro im Monat. Dann haben wir für die A-Klasse, die neue, 550 All-Inclusive. Mit All-Inclusive meine ich natürlich... Oh, voll geil, meine PlayStation. Meine ich natürlich Versicherung und Service. Und die monatliche Rate. Für SLC, keiner weiß warum, 600 Euro. Und für die E-Klasse, E-Coupé, bezahle ich mit alles drum und dran so 700 Euro. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Leute. Das ist wirklich anstrengend, diese Autogeschichte. Vom Ding her braucht man wirklich ein Auto, um von A nach B zu kommen. Aber keine Ahnung. Was sagst du, Spider-Man? Antworte doch! Okay, ich bin wieder überwitzig. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, Leute, was für ein Auto ich mir holen könnte. Und kann auch ein Auto sein, was ich hier nicht erwähnt habe. Muss mir das überlegen, ich habe noch einen Monat Zeit und ich weiß nicht. Naja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe euch da hinter der Kamera wirklich, wirklich vermisst. Und ich habe jetzt auch vor, wieder öfter zu vloggen. Das macht mir jetzt momentan irgendwie voll Spaß. Und danke, dass ihr im letzten Video so voll interagiert habt. Und was weiß ich, das hat mir echt gut ein bisschen Motivation gegeben. Oder auch nicht. Ich wollte auf jeden Fall einige Fragen jetzt hier beantworten mit Jasmin und mit das, mit dies. Leute, wirklich ohne Scheiß akzeptiert es, wie es ist. Alles, was im Leben passiert, ist eine Erfahrung. Und wenn etwas mal nicht klappt, dann ist das so. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es, weil sonst... Also tut das nicht, aber meinen Kanal abonnieren halt, ne? Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Somebody grab some clippers. Das fucking Bild ist... Okay, das ist ein bisschen langweilig geworden. Okay, tschüss.